bin tatsächlich mal Opfer einer Straftat geworden. Ich bin tatsächlich mal zusammengeschlagen worden in Frankfurt nachts. Und das war eine ungute Situation und ich habe leider nicht auf meine Intuition gehört, zu sagen, renn einfach weg. Und es waren Jugendliche hinter mir, die dachte ich, naja, komm, die kommen vom Sport und haben irgendwie, ist ein bisschen übermütig. Und da wurde man in einer Sekunde angesprungen, überfallen und ich war umringt von 8 Menschen. Und die wollten einfach Geld haben. Ich hatte aber nicht viel Geld da und bekam dann aus dem Nichts saftige Schläge ins Gesicht. Also habe Sterne gesehen und dann haben sie mich gehen lassen. Und oben haben Polizisten Autos abgeschleppt. Und 10 Minuten später habe ich gesagt, ich bin überfallen worden. Und 10 Minuten später lagen die 5 Haupttäter gefesselt vor mir in einem Park in Frankfurt. Man ist natürlich völlig panisch. Man weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Die Schläge kamen aus dem Nichts. Mein erster Impuls war, sich zu verstecken, in eine Höhle, sich zu verkriechen. Der andere Impuls ist, zu reden, zu plappern, zu erzählen und so weiter. Das war ein Impuls. Und ein Glück, und das war toll, der Polizist, die haben mich, nachdem sie mich befragt hatten und alles Mögliche, dann abends noch nach Hause gefahren. Allein dieser Begleitschutz an meiner Tür, da denke ich noch lang dran. Die Nacht war ich allein in der Wohnung, hatte ziemliche Panik, muss man ehrlich sagen. Und ich habe dann tatsächlich Jahre danach immer die Straßen gewechselt, sobald ich eine Horde junger Männer sah. Immer die Straßenseite gewechselt, immer. Ich habe gesagt, klar komme ich und sage aus, ich bin da völlig naiv da rein. Und dann war man wirklich in der Mangel. Es kam alles hoch, ja, es kam in der Sekunde alles hoch. Da war ich allein im Gerichtssaal, ich hatte keinen Anwalt. Und dann war natürlich die ganze Gang da, die ganzen Familien waren angereist. Einer hat sich entschuldigt und die anderen, man wurde nicht angeklagt, das würde doch alles nicht stimmen. Und ich konnte mich eigentlich an ein paar Sachen erinnern. Dann ist man im Gerichtssaal und wird so auseinandergenommen, dass man tatsächlich wie ein Täter sich vorkommt. Gute Freunde, Ruhe, viel Ruhe. Komischerweise hatte ich Sehnsucht, nach Wald, ins Grüne zu gehen, in was Heiles. Ich würde denen raten, dass eben professionelle Menschen, die sich um bestimmte Sachen kümmern. Ich wünsche dem Weißen Ring zum 40. Geburtstag nochmal 40 Jahre. Und weitere 41 Jahre und weitere 43 Jahre und weitere 44 Jahre und so weiter, auf dass das nicht mehr aufhört. Und ich wünsche dem Weißen Ring noch mehr ehrenamtliche Helfer und Mitglieder. Das wünsche ich dem Weißen Ring von ganzem Herzen. Alles Gute und toi 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 zum Geburtstag.